Hatte ich einen Kulturschock, als ich mit meinem türkischen Verlobten zusammengekommen bin? Diese Frage bekomme ich richtig oft und heute werde ich sie euch beantworten, während ich mich fertig mache. Aber vorher könnt ihr mir ja mal noch sagen, was aus eurer Sicht die größten Unterschiede zwischen der deutschen und der türkischen Kultur sind. Es ist ja offensichtlich, dass es in unseren Kulturen sehr viele große Unterschiede gibt und ganz am Anfang waren wir ja noch Teenager, aber mit der Zeit wurde mir das immer mehr bewusst. Eine türkische Familie funktioniert einfach komplett anders als eine deutsche und auch die Zukunftsvorstellungen sind komplett unterschiedlich, aber beides hat seine Vor- und Nachteile und keins davon ist besser oder schlechter als das andere. Allgemein ist bei Türken aus meiner Wahrnehmung vieles noch traditioneller als bei meiner deutschen Familie, sodass da manchmal wirklich Welten aufeinanderprallen. Aber ich hatte keinen Kulturschock, denn ich habe mir von Anfang an klar gemacht, dass ich hier jetzt nicht in einer Transformation bin und plötzlich komplett die türkische Kultur annehmen muss, sondern mir war immer bewusst, dass ich einfach nur meinen Platz in dieser Konstellation finden muss. Dabei ist es einfach wichtig, die gegenseitige Kultur immer zu respektieren und daran teilzuhaben, ohne dabei die eigenen Werte oder die eigene Herkunft zu vernachlässigen.